Hier in Japan hat sich das Wochenende schon einläuten lassen. Tatsächlich, jeder ist so halbwegs auf dem Heimweg, ob auf der Straße oder wie die meisten dann doch eher nicht im Taxi, wie die ganzen Fahrzeuge, die man hier sieht, alles fast ausnahmslos Taxen. Na gut, da kommt jetzt gerade ein LKW, wie passend. Nein, man fährt mit dem Zug, entweder mit dem Shinkansen, wenn man es etwas weiter weg hat, dem Schnellzug, dem ganz bekannten, oder natürlich aber mit der U-Bahn, was hier das beste und sinnvollste Verkehrsmittel ist, weil es quasi wirklich an jeder Ecke irgendwo eine Haltestelle gibt. Aber das soll gar nicht unser Thema sein. Ich will das nur als kleinen Cliffhanger benutzen, denn das Wochenende naht. Und das ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen. Wie sollen wir damit umgehen an der Börse? Naja, auf der einen Seite haben wir sehr, sehr unterschiedliche Kursbewegungen in den Märkten, nämlich sehr uneinheitlich, kann man tatsächlich sagen. Also das zeugt davon, dass keiner so richtig weiß, was vor dem Wochenende zu tun ist. Es gibt eine Ausnahme, die gehen wir gleich durch. Aber ansonsten, ob wir den Euro angucken, ob wir den DAX angucken, ob wir Gold angucken, ob wir Öl angucken, alles, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ziemlich hektisch unterwegs in beide Richtungen. Es hat keine richtig schöne Struktur. Also das, was ich normalerweise an einem Markt besonders gerne mag, wenn ich ihn handeln möchte, das fehlt in all diesen Märkten. Und das zeigt eben, dass die Marktteilnehmer nicht wirklich einen Plan haben, wie sie übers Wochenende reagieren sollen. Soll man Positionen aufbauen? Soll man sie abbauen? Soll man sie halten? Wenn man ehrlich ist, keiner weiß so richtig Bescheid, was man tun soll. So, ich muss mal einmal rechts und links gucken, dass ich hier heil über die Straße komme. Es gibt aber eine Ausnahme und die sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken, denn die ist spannend aktuell und das ist der amerikanische Aktienmarkt. Zum Beispiel der Dow Jones aktuell, der S&P 500 und, wie ich finde, fast besonders schön der Nasdaq 100, denn die haben richtig schöne Marktbewegungen aktuell. Im kurzen Chart, wenn man mal so guckt, 15 Minuten beispielsweise, vielleicht auch 5 Minuten, wenn man es ein bisschen kürzer gerne hat, da sieht man, dass wir eine sehr scharfe Abwärtsbewegung hatten und aktuell in einem Trendkanal so leicht nach oben gehen. Also eigentlich dort das perfekte Bewegungsmuster, nämlich eine Richtung sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell und eine Bewegungsrichtung sehr schwach. So, und jetzt können Sie raten, in welche Richtung man sich doch eher positionieren sollte. Naja, lieber ja eigentlich in die, die etwas Stärke zeigt, also sprich in dem Fall die nach unten. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es vor dem Wochenende am amerikanischen Aktienmarkt nochmal zu Gewinnmitnahmen kommt. Ich halte das für sehr realistisch. Also nicht unbedingt noch Positionen aufbauen, könnte man meinen. Insgesamt bin ich hier weiterhin bullisch, sehe ich sehr, sehr gute Chancen. Und wir haben eben zusammen mal noch den deutschen Markt hier ein bisschen uns angeguckt, haben überlegt, wie sieht es da bei den Aktien aus? Nicht mehr für heute, das ist schon fast rum, auch bei Ihnen zu Hause. Aber generell gesprochen, in allen warten, nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen warten wir eigentlich, dass es jetzt nochmal einen Rücksetzer gibt, einen kleinen, was Korrektives nach den relativ starken Anstiegen. Wenn man zum Beispiel mal Daimler als ein exemplarisches Musterbeispiel hier nimmt, na, jetzt habe ich dreimal das Wort mehr oder weniger hier sehr tautologisch hier argumentiert, aber wenn man hier versucht, mal eins rauszugreifen, Daimler beispielsweise sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Jetzt was Korrektives in den nächsten Tagen wäre eigentlich perfekt, um dann nochmal die nächste Rallye anzustoßen, die dann den DAX auch nochmal über die letzten Zwischenhochs, also nicht neue Allzeithochs, aber auf die Zwischenhochs dann eben bringen könnte. Das wäre sehr, sehr typisch und damit müsste man, könnte man, dürfte man durchaus rechnen. So, also Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende durchaus zu erwarten, deshalb vorsichtig sein, nicht unbedingt zu früh hier noch einzukaufen. Ich denke mal, es ist durchaus sinnvoll, hier ein bisschen die Bälle flach zu halten, insbesondere wer vielleicht Long-Positionen hat, hier Short-Positionen aufzubauen und möglicherweise auch übers Wochenende zu halten. Die Argumentation, die dahinter steckt, ist, die Longs, die man dann vielleicht hat, die Einzeltitel, die Aktien, die man vielleicht hält, weil der Markt ja tapfer gestiegen ist, zu Recht möglicherweise hält, die wären dann übers Wochenende über diese mögliche Short-Position dann abgesichert. Wer eigentlich flat ist, das heißt gar nichts hat, da weiß ich nicht, ob man im aktuellen Umfeld unbedingt empfehlen sollte, hier Positionen aufzubauen und dann auch übers Wochenende zu halten. Denn im Moment muss man einfach damit rechnen, dass es in beide Richtungen, je nach Tweet und Lage, hier heftige Bewegungen eben gibt. So, nicht ganz so heftig meine Bewegung. Ich mache nochmal einmal den Schwenk, damit Sie sehen, wie es hier nochmal aussieht. Ich bin nämlich zu Fuß im Moment unterwegs. Das Wochenende, wie gesagt, ist hier schon mehr oder weniger eingeläutet. Ich werde jetzt gleich noch in einer Sportsbar zusammen mit der CMI, da bin ich eingeladen worden, hier das erste, das Eröffnungsspiel. Ich gebe zu, ich habe den Anfang schon verpasst, hier von der Rugby-WM hier in Tokio mir angucken
Und deshalb bin ich hier in dieser Ecke und lasse das Wochenende ausklingen. Aber versprochen, auch ich werde mich nachher nochmal an den Markt setzen. Das heißt, es wird wohl ein alkoholfreies Spiel für mich werden. In diesem Sinne, Ihnen alles Gute, einen erfolgreichen Marktabschluss. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.